Moin, sind mal wieder zu einer neuen Folge Borderlands 2 mit Froschi. Hi. Powerbär ist immer noch nicht dabei. Immer noch. Oder kommt überhaupt noch wieder? Ich glaube nicht. Ja, zu sagen, ich glaube aktuell weniger. Okay. Wir wollten jetzt erstmal die Mission abgeben, ne? Ja, stimmt. Hier und ein paar andere machen. Jo. Das ist Borderlands. Da macht man Mission. Hoppa, so, ist wieder mal die erste von der Aufnahmesession. Was heißt, wir sind noch ein klein wenig kurz angehalten. Wird schon. Ja, die FPS sind bei mir richtig gut zurzeit, also das freut mich. Und Flo hat gesagt, er hat wahrscheinlich den Grund, warum ich nach einer Zeit auf das mal FPS einbringe habe. Weil Borderlands ein Dreckspiel ist und die Texturen eben halt von der Festplatte runterlädt. Und ich habe bloß eine Festplatte. Ja, und auf die rauf nimmt auch gleichzeitig. Der Brick läuft vorbei. Scheißdreck. Scheiße. Kammerjäger, du bist alles, was wir noch haben. Jack hat Roland getötet. Er hat Bloodwing getötet. Aber Lilith wird er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Du musst herausfinden, wo dieser Krieger begraben ist. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Im Tanzstudio? Ja. So wie der Typ gerade rumgetadelt hat, habe ich gedacht, das ist. Ich denke es mal auch Leute in grad. Sanctuary wissen nicht, dass Roland tot ist. Ohne ihn Oh wären Gott. die meisten von ihnen nicht mehr am Leben. Vielleicht solltest du es ihnen sagen. Ich mache rechts. Habe ich schon gesagt, dass es mich verwirrt, dass ich jetzt Geräusche in 3D hören kann? Ja, schon öfters. Ja, ich schaue den Typen an, drehe mich nach rechts, plötzlich höre ich ihn von links und dann drehe ich mich nach links und plötzlich höre ich ihn von rechts. Wie scheiße verwirrend das ist. Flo hatte Mono-Kopfhörer. Nee, nicht Mono, aber ich hatte immer nur einen auf. Ist tot? Gott. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Ich heilte ihn, nachdem er einige von Nine Toes Männern getötet hatte. Er schien nett zu sein. Ruhig. Aber, ach, Mist. Tut mir leid. Das hat er nicht verdient. Roland. Tot? Oh. Wir waren nicht auf deiner Meinung. Es gefiel ihm nicht, dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen. Er war ein guter Mann. Die Leute reden aber ich ganz schön langsam. Ja. Ich werde nie vergessen, wie Roland und die anderen über Pisswash Gully gesprungen sind. Das waren noch Zeiten. Shit, Mann. Jetzt bin ich echt traurig. Fühlt sich so traurig sein an? Du bringst die Drecksau von Jack um. Hörst du? Nee, wir lassen ihn am Leben. Hey, Moxie. Jack hat Roland getötet? Verdammt. Er hat mir mit Mr. Schenk geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Mir fehlen die Worte. Verdammt. Sind das etwa Tränen? Oh, selbst Moxie hat ein Herz. Ohne Roland wäre ich heute nicht mehr am Leben. Ich bin unangenehm überrascht, festzustellen, dass ich Trauer über seinen Tod empfinde. Ja. Also, selbst Moxie hat ein Herz und ich schaue währenddessen so, hat sie so ein Herztattoo auf der linken Brust. So, ja, das ist in der Tat. Jack hat meinen Hund viel langsamer getötet als Bloodwing. Mordecai hat mir berichtet, was mit Roland passiert ist. Hier ist der Plan. Wir beerdigen Roland. Wir retten den Planeten. Und wir töten Jack. Seine Verbündeten, seine Freunde, seine Familie, alle, denen er je begegnet ist. Wir häuten sie mit ihren eigenen verdammten Zähnen. Tut mir leid. Unsere Wege trennten sich vor einigen Jahren. Aber wir waren Freunde. Und niemand tut meinen Freunden ungestraft was an. Ja. Sorry, dass ich dir diese Scheiße auflade, aber einer muss das ihnen sagen. Oh. Ich habe den Code von Rolands Waffenarsenal an dein Echo-Gerät geschickt. Wenn jemand bekommen sollte, dass da drin ist, dann der Teufelskerl, der ihn rächen wird. Vollgas! Da rennt er natürlich schon los.
Ah, ich mag's, wenn kleine Kinder sich freuen auf Geschenke. Geschenke! Weihnachten! Kanister dabei. God damn it! Das ist eine Revolver. Genauso gut wie. Das ist. Ist das Lektor wieder. Find ich auch geil. Nee, das ist der Teamspeak. Ja, ich hab nicht gesagt, dass du leckst. Ah, okay. Ah. Willst du jetzt weiter in der Tür drinnen stehen bleiben, oder? Der Revolver hat genau dasselbe, was mein aktueller hat. Oh fuck, jetzt habe ich ihn runtergefahren. Ich brauche ihn eh nicht. Ich ihn genommen. Ne, der hat genau dasselbe, nur nicht so viel Zoom. Wow. Ja. So viel zum Thema. Es gibt verschiedene, wa? Es ist genau derselbe, bis darauf, dass mein aktueller einen Scope hat. What das the... Modell ist dasselbe. Okay. Was los? Aber die ist schneller und stärker. Ist gekauft. Ja. Eine Sniper, die ein paar Punkte schneller und besser war. Der Schaden? Nicht viel, die hat einen Schaden von 784. Ja, habe ich gerade. Erstmal mitten in der Tür stehen wir. 840. Für den. Ah, die ist cool. Yes. Somit einen schnellen Snipern. Apropos schnell Snipern, ich habe heute ja Black Ops 2, also die Kampagne Mission mal durchgespielt, ne? Lass nicht zu, dass alles umsonst war, amigo. Und in jeder Mission. Töte Jack. Ja, mach ich. In jeder Mission habe ich irgendwie das gleiche gemacht. Hatte ich irgendwie immer die gleichen Waffen. Die hatten immer so gesagt, ja, Spezialwaffen und hier das kannst du machen und das kannst du machen. Und ich denke mir so. Nee, ich bleib lieber beim, also ich bleib bei ein Sturmgewehr und dazu nochmal eine schöne Sniper, beide ein schönes Visier oben drauf. Dazu ein schnelles Magazin. Ich hatte immer so eine bestimmte Sniper, die SVU oder so ähnlich, wie es ist, keine Ahnung. Und die war so auf dem Prinzip her, ich konnte damit eben halt so schnell schießen, wie ich abdrücken konnte. Hm. Was? Die hat die Typen mit in Schuss kalt gemacht, ey, das machen wir. Das wollte ich gerade aktivieren, Alter. Ich habe gewartet, bis endlich mal das da ist und so. Ja, jetzt höre ich nicht auf zu labern. Scheißegal. Badass! Fuck it, wir aktivieren erstmal alles, was so da ist. Ich will irgendwie mein altes wieder. Popelsuppe. Ich würde meinen alten Skin haben, ich habe mich so dran gewöhnt. Ich bin Gewohnheitstier. Gewöhnt euch dran, dass ich ein Gewohnheitstier bin. Das klingt so scheiße. Vor ein paar Wochen habe ich einem Idioten namens ja. Kaltgift gewechselt und ihm den Zehner statt einem Einer gegeben. Du musst ihn finden und mir den neuen Ketten zurückholen, die er mir schuldet. Er hat in ein Echo-Gerät gebrabbelt, als er reinkam. Vielleicht kannst du ihn anhand seiner Sendesignale aufspüren. Läuft. Ja, super. Aber die Ende machen wir. Weißt du, was an dir super ist? Ja, lass erstmal die ganze Mission aktivieren. Auch keine grünen, keine gelben Rufzeichen. Wir machen das. Ich suche gerade in Ruhe noch ein bisschen nach den komischen Zeichen. Ach, okay. Ich bring dann so schon mal einen von den Leuten. Von den Vieren? Ich weiß genau, wer der Echte ist. Wer der Typ ist. Also, das ist eine lange Geschichte. Welcher? Der Typ mit dem Rucksack hinten. Es war abgemacht, ist das der Echte? Teilen, aber bevor es dazu kam, warte, hat sie sich ich komme. Unter den Nagel gerissen. Die haben alle einen Rucksack. So eine hat keinen Rucksack. Warte. Aber der Typ hat einen Fass. Die haben alle einen Rucksack. Der hier hat einen Rucksack, wo Geld hinten drin ist. Die anderen ausgeraubt hat. Aber erstmal alle verhören. Das wäre prima. Pass auf, nach dem, was wir über das menschliche Bewusstsein wissen, kann ich mir nur einer Tatsache gewiss sein. Ich habe das Geld nicht geklaut. Ich kenne meine eigene Psyche und ich weiß, dass diese Psyche es nicht geklaut hat. Würde ich die Psyche der anderen kennen, könnte ich dir weiterhelfen. Aber leider kann ich nur für mich sprechen. Und das tue ich hiermit und sage, ich habe das Geld nicht geklaut. Weißt du, dass der Einzige da über sowas redet und die restlichen alle so. Sam lügt wie gedruckt. Ja. Sam hat das Geld geklaut.
100%. Nachdem Sie und O'Kentner unseren Coup ordentlich gefeiert hatten, habe ich gesehen, wie sie sich die Beute in die Hose gesteckt hat. Also unter uns, O'Kentner ist der Dieb. Als wir gebumst haben, meinte er die ganze Zeit, yeah, Baby, ich reiß mir das Geld unter den Nagel. Und ich sagte, das kannst du nicht machen. Und er, doch, Baby, das mache ich. Und ich, das ist Unrecht. Hat mich trotzdem irgendwie angeturnt. Willst du, Jim? Ja. Ist es gerade wirklich der Teamspeak? Weil ich habe einen Ping von 17. Ja, nee, eben. Dann hat Jim das Geld also doch geklaut. Ja. Aber wir waren doch Freunde. Das ist echt traurig. Nee, jetzt aber nicht. Vielleicht können wir daraus ja eine Lehre ziehen. Ja, die Lehre, dass Jim das Geld geklaut hat. Hey, danke, dass du 75% von uns gerettet hast. Hier für dich. Das ist nicht so mal eine schöne Perspektive. Ja, Flo, du leckst gerade die ganze Zeit bei mir rum. Nee, das finde ich doch mal eine schöne Perspektive. Das ist. Warum auf einen anderen Teamspeak wechseln? Oder wollen wir mal, oder willst du dich einfach mal woanders hinziehen? Vielleicht geht's dann wieder. Da ist er. Er teleportiert sich hin und her. Das finde ich echt genial. Gleich wird er austimen. Flo. Ich halte das nicht mehr länger aus. Dann geh sterben. Okay. Na, wenn Flo nicht da ist, muss ich eben halt mal ein bisschen alleine reden, wenn er ja nicht weiter redet. Oder? Ach, jetzt hat er sich sogar gemutet, finde ich auch mal genial. Oh, ist das cool. Ich würde sagen, wir stürmen rein und finden den verdammten Beweis. Okay. Was haben wir denn eigentlich jetzt gekriegt? Guck mal einfach mal, was wir Schönes gekriegt haben. Wir haben ein Schild gekriegt. Das Void-Schaden macht, wenn du das Gesetz in der Hand trägst, wirst du mit jedem Nahkampf, den du verursachst, gleichzeitig geheilt. Wenn du es verbrauchst, das verursacht Nahkampfangriffe zusätzlichen Void-Schaden. Ist zwar nicht schlecht, aber ich benutze keinen, ja. Dann haben wir noch schöne Rodens Waffe, die an sich nicht schlecht ist, sag ich jetzt mal, weil sie relativ gut schießt. Und deswegen auch dementsprechend Schaden macht. Aber ja, Flo, ich weiß, dass du mich hörst, aber ich kann eben halt nicht hören, was du sagst. Deswegen rede ich einfach mal ein bisschen vor mich hin, damit man bei mir auch mal ein bisschen was hört, ne? Und Flo, ich stehe hinter dir. Begib dich nach Iridiumblade. Ne, das will ich nicht. Ich will aber auch doch die Waffe hier weiter behalten. Ne? Danke. Okay, dann gebt mal eben halt ein paar Tokens aus. Bis Flummer wird er denkt, mal zu reden. Ja. Kann mir auch einfach mal schreiben, was los ist, aber nur gut. Das wäre auch zu blöd, wenn er es mir einfach mal so schreiben könnte. Maximale Gesundheit. Schusswaffenschaden. Feuerrate. Schusswaffenschaden, Schildladergeschwindigkeit, Verzögerung, Rückstoß, möglicher elementarer Schaden und Ladegeschwindigkeit. So. Ja. Wollen wir jetzt wirklich die restlichen 6 Minuten hier noch rumhocken oder was ist? Macht er sich die ganze Zeit lustig über mich, das kleine Arschloch? Ja. Also er schreibt gerade die ganze Zeit. Ihr könnt das jetzt bei mir nicht sehen, aber er schreibt im Teil die ganze Zeit wie, aber ich alles hören und sehe, was du machst. Du kannst mich auch so nicht hören, deswegen habe ich mich ja gemutet. 3 Sekunden später, du mich hören. Also ich lasse das drinne. Und ich finde das so schön, dass er das auch noch so als satzbaumäßig gut gemacht hat, dass ich das so verstehe,
Das hätte der mir auch ein Morsetext hinpacken können, ey. Und Flo ist auch weg. Ach ja, ist das schön. Danke, Darling. Das Geschäft läuft nicht besonders, seit Tyrion sich in der Stadt breit gemacht hat. Die schwingen große Reden von wegen Wildnis aufräumen und Pandora zivilisieren. Aber am Ende geht's doch nur um zweierlei. Kohle und Kontrolle. Und Hyperion will beides. Ja. User entered your channel. Das ganze Geld für meine Wenigkeit? Ich will nicht schmeicheln. Ja. Ach, da bist du auch mal wieder. Du bist ein Idiot, weißt du das? Du bist ein Idiot. Ich versuche irgendwo mit dem Schreiben auf dich einzugehen und du liest das runter wie einen Text. Wie wenn das alles voll zusammenhängend wäre. Alter, ich denke mal, ich fasse mal in den Kopf, Alter. Ja, Flo, ich nehme immer noch auf, nur mal so als Info, ne? Ja, ich auch. Gut. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich weiter so mit Moxys Bild vergnügen soll oder ob du auch mal langsam wieder ankommst. Ich sag dir, Baby, so jemanden wie dich braucht der Widerstand dringend. Roland ist ein Schatz, aber jeder weiß, dass wirklich mal eine Facecam anmachen. Von Hyperion oder dem Banditen überrollt zu werden. Vor ein paar Jahren dachten wir alle, wir wären sicher in New Haven, aber das war ein Trugschluss. Vielen Dank, Schätzchen. Das erinnert mich an etwas, das Jimbo Hodunk sagte, jetzt aber. Kurz bevor ich und die Kinder seinen ekligen Banditenclan für immer verließen. Er sagte... Na, willst du noch lange da hinten rumsitzen? Ich warte nur auf dich, Flo, schon die ganze Zeit. Also, ich habe nicht gesagt, dass du, nee, was du gerade machst, sondern ob du dort noch lang rumsitzen willst. Ich warte auf dich. Ich sitze nicht Junge, rum, ich warte. Ja, ich weiß, dass du da stehst. Auf geht's. Wohin denn? Wir haben ja nicht mal besprochen, was wir jetzt machen. Du wolltest doch die Mission machen. Ja, und wir haben jetzt 20 Minuten. War nicht alles drin, bist wahnsinnig. Ich wollte schon sagen. Wollen wir jetzt Blut, Schweiß und jede Menge Ärger machen, oder was? Nee. Ich wollte die Erinnerung machen von Brick. Da kriegst du nämlich da Fahne sammeln. Oh, nee, die ist schwer. Oh. Können wir noch nebenbei andere machen. So oder so müssen wir erstmal nach Iridium Blight. Wo zum Teufel ist das? Okay. Ja. Ah, nee. Also gab es jetzt auch ein paar Schnitz. Cuts, wie auch immer. Ja. Gut, weil du eh gesagt hast, du lässt alles drinne. Ist ja auch so urkomisch. Also ich lasse einen Teil davon drinne. Ich werde vielleicht mir noch so ein Bildchen basteln, das dazwischen wo drin steht, was bisher geschah. Okay, dann nehmen wir jetzt bis 30 Minuten auf und das müsste dann reichen. Ja. Oh, da. Oh, da. Geht doch nicht zu Fuß. Ach, stimmt, ja. Das ist ja die Durst. Das staubt's. Eingestiegen. Klar. Blutsteuerteile sehen sehr gut aus. Ah. Und sie werden verdammt gruselig aussehen, wenn ich sie benutze. Ja, genau. Vollgas. Wie Vollgas? Da fährst du denn noch richtig? Ich schau gerade. Ja. Ach, gut. Los, Flo. Fahr. Du bist da eigentlich ausgestiegen. Mir war langweilig. Gut. Das ist jetzt bei mir genau die Mission, wo oft gehört habe. Mit meinen alleinigen Modus spielen. Cool, hast du insgesamt schon mal weitergespielt irgendwo? Ich kenn, also das Spiel kenne ich ja nun auswendig. Wenn du das meinst. Iridium Blight. Bevor Hyperion kam, war das hier. Naja, auch schon ein Drecksloch. Aber früher war es nicht ganz so schlimm.
Danke, Bullymon. Aber so, die Viecher hier sind ein bisschen stärker als sonst, ne? Ach, ich hätte gedacht, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich habe das Spiel sogar eigentlich schon auf überlebend fast durchgespielt. Ne, als wie heißt der? Kammermaster? Keine Ahnung. Kammerjäger. Wo Kammerjäger sind wir, ja. Nein, so ein Modus. Wo die Viecher eben halt alle mindestens ein Level höher sind als man selber. Und ich wurde Level 50, aber das habe ich auf der Xbox gespielt, nicht auf dem PC. Ah ja, stimmt ja. Du bist ja mal Konsolen. Also. Ich habe immer noch eine, den Rest habe ich verkauft. Okay, also gehen wir jetzt erstmal zu, Ich habe keine Ahnung, ich kann die Zeit nicht mehr sehen. Wir müssen so oder so wohin, also. Na, wir haben jetzt 24 Minuten, wir haben 6 Minuten, wir machen jetzt erstmal ganz was ganz Whiskyes. Whiskyes. Mach mal. Das hier. Da können wir aber noch nicht hin. Ja, ach nee. Wo müssen wir dann hin? Weiß nicht, warten bis die Tür aufgeht. Die Tür geht nicht auf. Bei mir war sie offen. Ich weiß, sie ist aufgegangen, als du gekommen bist und zugegangen, als du wieder weggefahren bist. Oh, das tut mir aber leid. So. Man kann es sogar schaffen, darüber zu kommen. Ohne jetzt großartig das andere zu machen. Aber das ist eben halt verdammt schwer. Das sind so Speedrunner-Möglichkeiten eben halt. Das ist so eben so ein Ding, was ich auch weiß. Dass man eben halt über die Rohre darüber kann. Aber. Rate mal wo. Ah, Sawtooth Cauldron. Genau. Der ist scheiße. Oder er ist scheiße, wenn man sich nicht auskennt. Wieso? Naja. Du fährst gerade im Kreis, ach, ne? Nee, ich hab nur gerade geschaut, wo es dann weitergeht, Alter. Ich musste ja erstmal den Weg zur Tür freikämpfen. Ach so. Ja, komm, schieß ruhig auf mich. Wir treffen uns dann in Sawtooth Cauldron. Ich hasse den Namen von der Stadt. Sawtooth Cauldron? Ja, ich kann irgendwie nicht aussprechen, wie du merkst. Ja. Ach, dahin muss ich. Okay, sag mal Bescheid, wenn wir reisen können. Warte. Jetzt. Ja, los, komm, leg dich unter mir, du Drecksau. Geil. Jetzt beginnt das Schlamassel. Oh, wie ich diese Welt hier hasse. Um dahin zu kommen, wo die Sawtooth-Banditen ihre Bomben lagern, musst du durch die Guano-Grotte. Du musst dich durch jede Menge Sawtooth-Kerle durchkämpfen. Aber hey, sonst wird's ja keinen Spaß machen, oder? Ja. Ich mochte es noch nicht, dass ich runtergefallen bin und glaube ich 3 Stunden in diesem scheiß Ding umhergehört bin, bis ich da den Aufgang gesehen habe. Jo. Bevor uns. Ah, das ist ein Selbstmordzwerg. Ne. Er war da. Warum hast du jetzt das Fass angeschossen? Wo? Nimm doch jetzt mal das Geld mit, Junge. Das ist. Wisst ihr, wir müssen sparen. Okay, ich hab jetzt. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten, aber ich habe wieder eine Menge Geld Moxie einfach mal so aus Fang gegeben. Und du musstest ja außerdem mit deiner Schrotflinte dieses scheiß Fass treffen, ne? Alter. Genau deswegen hasse ich das Level. Guck
Komm, stirb einfach. Mach du mal weiter das, was du machst, und ich halt so lange den Timer auf. Aber aus dem, man kann ja nicht zulassen, dass du vielleicht aus Versehen noch drauf gehst. Aus Versehen ist gut. Du gerade beim Nachladen. Du nicht öfter drauf gehst, Alter. Da stehst du in der Fast, lädst nach, boom. Ja, ich weiß. Schon wieder. Ups. Ich glaube, ich habe jetzt gerade 5-mal durch seinen Kopf durchgeschossen. Los, komm! Jetzt geht's ab, oh, alter Arschloch. Sieht man, dass ich so in letzter Zeit ein bisschen mehr von den Shootern gezockt hab? Nee, aber man sieht, dass du Call of Duty gezockt hast. Warum? Weil du null Fucks gibst und einfach reinrennst. Bin ich gestorben? Ja, einmal am Anfang. Man sieht, dass du Call of Duty gespielt hast. Okay, ich sag jetzt mal so, ich hatte auch Call of Duty Spieler wie Sau. Also diese... Ja, die ganze Idee dahinter ist ja, dass alles ziemlich schnell drauf geht. Deswegen sterben da die Gegner mit einem Schuss und ich kann 10 Schüsse vertragen und hab grad meinen roten Balken oder sowas. Ich hab auf normal gespielt, nicht auf leicht. Im Multiplayer spielen, da mal dieselbe Schuss. Ich weiß. Da hat dann auch hier Supercloud schon gesagt, ey, können wir da mal zusammen spielen? Ich so, Junge, ich spiel. Ich spiel gleich bei dir mit. Ich so, Junge, ich spiele kein Multiplayer. Das nicht? Ich so, nein, wenn ich im Multiplayer spielen würde, dann würde ich schneller versagen, als du Carabao sagen kannst. Das ist so... Ja. Wir müssen da runter übrigens. Ich weiß, ich kenne den Weg. Aber wenn wir die Fahnen machen wollen, dann müssen wir da hinten lang. Ja, schon unten. Wo bleibst denn du? Ah! Da warst du. Du bist auf der falschen Seite, Alter. Nee. Was willst du machen? Na, was? Welches willst du jetzt eigentlich machen? Ich bin dorthin gegangen, was gerade aktiv ist. Weißt du? Na, schau mal. Wie bist du? Ah, klar, spring auf der anderen Seite runter. Bin ich doch hoch. Dann bin ich immer durchgerannt. Ich wollte dich ja nicht alleine lassen. Ach, was? Geht schon, danke. Du hast ein schönes Schild, weißt du das? Ja, ist echt hilfreich. Ich stirbst alle 5 Sekunden, weil ein scheiß Schild. Denn wir haben doch ein besseres gekriegt. Welches? Na, bei der Mission haben wir doch ein gutes Schild gekriegt, wo wir die aufhalten sollten. Das hat irgendwie 1700, aber es hatte keinen Nova-Schaden. Ja, es war Spike. Nein, bei mir war es Reut. Also sprich, wenn ich jemand geschlagen habe, hätte es mich geheilt. Und nimm mal das Spike-Schild, fuck it. Dann halt keine Nova. Ich habe hier meine automatische Nova. Ich glaube, ich snipe jetzt mit meinem Revolver. Okay. Mache das, ich probiere gerade gegen Goya zu kämpfen. Schön. So, das war ein Goya. Vollidiot. Ups. Ich hasse so welche Waffen. Warum hast du damit? Keine Ahnung, aber in so welchen Momenten hasse ich gerade irgendwie so welche. Ich weiß nicht, ich bin da ständig Panik, dass gleich wieder die Upload-Rate weg ist. Warum auch immer, ne? Wir sollten mal langsam den Port beenden, ne? Ah, geht eigentlich. Wir haben 32 Minuten. Ah.
Ein Part länger, es würde uns jetzt nicht umbringen. Flo? Ich vielleicht. Sag tschüss. Okay, chill. Wenn du Stress machst, lasse ich mal Zeit bei der Abmoderation. Macht's gut. Ja. Sag vielen Dank. Ciao.